Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Wie ihr seht, ich bin ungeschminkt. Ich habe mich schon mal in meine Sportklamotten geschmissen, denn gleich gibt es eine kleine sportliche Session. Wir haben gefrühstückt und ansonsten gehen wir heute Abend noch mit Freunden Pizza essen in einem ziemlich coolen Restaurant. Radio Alice heißt das. Das ist in der Nähe von der Old Street, also so die Ecke Shoreditch. Ja, und wir gehen da schon gegen 7 ungefähr hin und heute Morgen war ich bei der Post, dann habe ich noch Fotos gemacht. Ich habe das erste Mal meinen Food Processor benutzt. Ich habe ja einen neuen, den kann ich euch vielleicht nachher noch kurz zeigen. Und wir haben Energy Balls gemacht. Da gibt es auch ein Bild so auf Instagram, das kann ich euch verlinken. Und ja, ich wollte schon so lange einen, deswegen bin ich mega happy, dass ich jetzt einen habe. Dann habe ich mein Bullet Journal Video online gestellt für euch, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, und gestern wollte ich eigentlich vloggen und dann war die Batterie leer. Irgendwie hatte ich da beim Aufladen, entweder weiß ich nicht, was da der Fehler war, vielleicht ist die Batterie auch kaputt. Jedenfalls dachte ich, ich bin mit voller Batterie aus dem Haus und bei der ersten Aufnahme, zack, sofort war die Kamera aus. Ich war nämlich spontan bei der South Bank und bin da ein bisschen rumgelaufen, habe mir die Gegend angeschaut, war auf dem Food Market, das wäre eigentlich ganz cool zum Bloggen gewesen. Ja, blöderweise konnte ich das dann nicht, weil die Kamera nicht ging und jetzt würde ich sagen, lege ich mal los und mache mich fertig, komplett für das Workout. Das Workout ist nun beendet und ich brauche meine Knie, um meine Arme darauf abzustützen. Sonst kann ich die Kamera nicht halten. Ist wirklich so. Und ich glaube, ich springe jetzt unter die Dusche und dann springt Philipp unter die Dusche. Und dann müssen wir uns auch irgendwann schon aufmachen Richtung Old Street. Das Workout war sehr gut. Das war das erste Mal Freeletics für mich seit... Wie lange habe ich kein Freeletics mehr gemacht? Herbst? Also einige Monate. Und es war super anstrengend. Das war ganz gut. Sollten wir wieder öfter machen. Wir sind jetzt unterwegs. Wir sind an der Old Street angekommen und gehen jetzt zu Radio Alice und treffen uns mit der Erika. Und ja, ich bin sehr hungrig. Das Workout war sehr kräftezehrend. Also, ich glaube, ich habe mir eine Pizza verdient. Du dir auch. Ja. Ja, willst du auch mal wieder mit vloggen? Long time, Lucy. Hallo. Okay, let's go. Wir sind in einem Zwergenschacht. Wir sind in der Station Old Street und gehen gerade Richtung Overrail. Und hier ist die Bank in Harry Potter. Die Bank? Ah! Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ich muss mich so konzentrieren beim Laufen und Vloggen. Aber wir waren in Radio Alice, das war ein Pizzaladen. Super Empfehlung. Und es war so lecker. Ich hatte eine vegane Pizza mit Beetroot-Püree als Tomatenersatz, karamellisiertem Lauch und irgendwelchen speziellen schwarzen Oliven. Und es war super lecker, kein Käse natürlich. Und es war wirklich gut. Und dann waren wir noch in einem Pub und haben noch ein bisschen was getrunken. Das war auch ganz cool. Und jetzt gehen wir nach Hause und mein Akku blinkt. Ja, deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Und ich denke, ich vlogge morgen nochmal, weil ich habe noch nicht so viel gebloggt diese Woche und ja, ist laut. Und bis dann. Tschüss. Bis auch. Tschüss dann. Tschüss.
Tschüss. Guten Morgen. Ich bin, ja, bright and early wach. Und was mache ich? Arbeiten. Aber nicht das Übliche, sondern ich bin erstmal total rot heute. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist total warm. Die Sonne knallt hier in mein Wohnzimmer. Die Yogamatten liegen hier noch, weil wir eventuell auch später noch eine Session einlegen wollen. Freeletics wahrscheinlich. Und ich arbeite gerade an einem Projekt für meine Schwester. Ich mache ihr nämlich eine Website und ein Corporate Design. Und ja, so verbringe ich heute meinen Sonntag. So vergeht die Zeit. Ich glaube, ich saß 6 Stunden an der Website für meine Schwester und es ist fast dunkel. Ich glaube, ich bin ein bisschen gerade auch gegen das Licht und es regnet ganz ekelhaft. Ich zeige euch das gleich mal. Ich werde jetzt den restlichen Sonntag nutzen, um die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Und auch wenn ich nicht so der Fan davon bin, das zu filmen, mache ich es trotzdem ein bisschen. Weil viele immer sagen, dass sie das voll motiviert. Ich kann es irgendwie verstehen. Aber ja, ich habe eine schöne Playlist angemacht und räume jetzt ein bisschen auf. Könnte spannender sein, aber manchmal ist das Leben so. Das einzig richtig gute Achievement of the Day. Veganes Mac and Cheese nach dem Rezept von Naomi Smart. Ich habe das Buch, aber das hat sie auch mal in einem Video vorgestellt. Deswegen kann ich euch das Video verlinken. Wir haben noch Brokkoli dazu gemacht und gegrillte Tomaten aus dem Ofen. Und das, oh mein Gott. Ich muss aufhören, weil ich habe so Hunger. Vielleicht bis später. It's better though. All black and yellow. My favorite colors. Da ich euch heute noch nicht so viel, ja, Spannendes gezeigt habe, dachte ich, zeige euch jetzt noch schnell meine kleine Meal Prepping Session. Das habe ich jetzt heute Abend vorbereitet und ich gehe mal durch, was wir alles haben. Das hier ist schon mal eingelegter Tofu. Der mariniert jetzt über Nacht und das ist mit Sesam, Kokosnussöl und Liquid Aminos. Dann habe ich Kichererbsen, auch mit Liquid Aminos, ein bisschen Öl und Kümmel und ein paar anderen Gewürzen. Frisch geriebenem Muskatnuss zum Beispiel. Dann das hier ist Leftover-Soße von den Vegan Mac and Cheese, die wir heute hatten. Und zwar so ein kleiner, aber immer noch recht ordentlicher Pot. Und ich mache mir wahrscheinlich hier aus verschiedenen Ingredients so eine Art Buddha Bowl morgen Mittag. Und dafür steame ich jetzt gleich noch diesen violetten Brokkoli. Der ist ganz cool. Dann, das ist für Philipp morgen zu mitnehmen. Das ist ein Pasta-Bake. Da sind Ravioli drin. Da sind ein paar Beans drin. Dann ist eine Tomatensauce oben drauf. Und oben drüber ist auch nochmal was davon. Also ihr seht, das kann man für alles Mögliche benutzen. Das war jetzt schon im Ofen. Dann hier sind 2 Toasts. Und da ist Pesto drauf und Tomate und auch was, genau, auch was davon. Als Käseersatz und die machen wir dann im Panini-Grill, also immer 2 davon so zusammen. Und hier ist das eigentliche Vegan Mac and Cheese und da ist noch Brokkoli drin, da sind von Tress vegane Balance-Nudeln drin und gegrillte Tomaten. Und ja, das ist halt echt cool zu sehen, wenn man quasi ein großes Batch von dieser Soße macht, kann man total viele Sachen machen. Und dann für Philipp noch zum Mitnehmen so eine kleine Snackbox. Mein Nagellack hat auch gelitten, gerade Sellerie, dann noch Karotten und Erdnussbutter ist da noch drin in diesem kleinen Glasbehälter. Ja, und das ist der Food Prep für morgen. Und das reicht so insgesamt, das ist quasi Frühstück, Snack, Mittagessen Jasmin, Mittagessen Philipp, gemeinsames Abendessen. Ungefähr so sieht unser Essen aus und ja. Ich bin ja an diesem Meal Prep Video dran, aber hier seht ihr mal, was ich dafür so alles experimentiere. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt ans Steamen und dann ab ins Bett und wir sehen uns ganz bald wieder.
Bis dann. Oh, und den wichtigsten Teil des Meal Preps habe ich vergessen. Ganz wichtig, die Bialetti sauber machen und schon befüllen und schon auf den Herd stellen und sich darauf freuen. Jetzt aber, gute Nacht.